Oh, es wird ruhiger. Das bedeutet, dass wir eine Viertelstunde nach offiziellem Beginn, das akademische Viertel, beginnen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, so zahlreich gekommen sind. Wir haben einmal mehr es ganz gut organisiert, nein, nicht ganz gut, wir haben es perfekt organisiert. Es ist nämlich deswegen perfekt organisiert, weil kein einziger Platz mehr frei ist. Und so muss das sein, so ist das organisiert. Wir haben viel mehr Zusagen heute wieder gehabt, als wir Plätze haben. Das freut uns sehr. Die Reihe Zeitzeuge Bundesrepublik, die wir jetzt, ja im Grunde führen wir die ja schon seit dem 18-jährigen Bestehen der Montagsgesellschaft immer mal wieder. Wir hatten Leute wie Albert Speer zum Beispiel, Peter Struck, wie sie alle heißen. Viele Auschwitz-Überlebende, die wir hatten und so weiter. Also das hätten wir auch vorher schon Zeitzeuge Bundesrepublik nennen können, haben es aber nicht getan. Wir haben es jetzt erstmal vor 4-5 Monaten haben wir es so institutionalisiert, hier in der Villa Rothschild, lieber Lars Leindecker, ich gucke in deine Richtung, die Villa Rothschild, die uns dank des Engagements, Einsatzes von Lars Leindecker so ein bisschen als Clubhaus immer wieder zur Verfügung steht, das aber auch schon seit langen Jahren, ist auch selbst ein Zeitzeuge der Bundesrepublik. Villa Rothschild, der Lars Leindecker kann das besser sagen als ich, aber rudimentär von meiner Seite. Hier wurden wesentliche Teile des Grundgesetzes geschrieben. Hier hat General Eisenhower seine Bleibe gehabt sozusagen, hat Politiker empfangen, hat Wissenschaftler empfangen. Hier wurden, wie gesagt, die Grundzüge des Grundgesetzes geschrieben. Vor dem Zweiten Weltkrieg war es die Sommerresidenz der Familie Rothschild. Und auch das finde ich immer wieder sehr beeindruckend, deswegen hat es wahnsinnig viel mit Engagement, bürgerschaftlichem Engagement zu tun. Eine Menschenkette hat sich um die Villa Rothschild gebildet von Königsteiner Bürgerinnen und Bürgern, die in der Reichspogromnacht das Haus hier verteidigt haben, als die HJ die Villa Rothschild anzünden wollte. Insofern ist den Königsteinern durch ihr Engagement, durch ihr Einsatz dieses Haus hier erhalten geblieben. Und es ist ein Ort der Freiheit, so ausgezeichnet von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herr Friedrichs und ich haben im Vorfeld kurz über die Parteipolitik und die Richtungen gesprochen. Ich selbst bin ja zufälligerweise CDU-Mitglied, er ist zufälligerweise FDP-Mitglied. Das hätte auch anders kommen können, hat er schmunzelnd gesagt in unserem kleinen Vorgespräch. Insofern ist auch egal, wir reden miteinander im bürgerschaftlichen Sinne. Das ist die Klammer, die sich bildet für uns, aber auch für uns alle, die wir hier zusammen sind, auf der Plattform des engagierten Bürgerdialogs der Montagsgesellschaft. Ich setze mich jetzt und, lieber Herr Friedrichs, ich schlage vor, dass wir in unser Gespräch einsteigen. Ich will gar nicht eine große Vorstellung machen, weil Sie alle haben sich natürlich informiert, beziehungsweise viele von Ihnen kennen Herrn Friedrichs und will jetzt gar nicht die Lebensstation detailliert beschreiben, weil das machen wir gleich so ein bisschen in unserem Gespräch miteinander. Nur so viel, es ist wahnsinnig beeindruckend aus der heutigen Sicht, wie der Sprung aus der Politik, hohen Politik, Sie waren Bundeswirtschaftsminister, in die hohe Ebene der Finanzwirtschaft, Sie waren Vorstandssprecher der Dresdner Bank, damals stattgefunden hat, in dieser doch wahnsinnig für uns aus unserer heutigen Perspektive heraus, in dieser wahnsinnig schwierigen Zeit der Bundesrepublik der späten 70er Jahre, als der Terror der Roten Armee-Fraktion allgegenwärtig war für insbesondere die Entscheider der Politik und der Wirtschaft, es wirklich lebensgefährlich war. Wir hatten da auch kurz darüber gesprochen. Ich kann mich nicht so genau erinnern, weil ich bin Jahrgang 1977 und das war das Jahr des heißen Herbstes in der Bundesrepublik. Ich habe das dann nur als Säugling allenfalls miterlebt. Aber ich bin sehr gespannt zu hören, wie Sie diese Zeit der Bundesrepublik erlebt haben. Später waren Sie noch im Aufsichtsrat bei Goldman Sachs, bei Leica, bei Schneider Electrics, also weiterhin der Wirtschaft immer eng verbunden
Und der liberale Geist in ihrem Herzen war immer mit dabei und ist bis heute dabei. Jetzt lassen Sie uns aber erst den Sprung in die ganz frühe Erinnerung gehen, in die Zeit der Kindheit, weil das ist für uns, die wir hier sitzen, mehrheitlich eine Zeit, die wir alle nicht erlebt haben. Sie selbst haben es in den 30er Jahren, in den 40er Jahren erlebt, wenn auch als Kind, aber Sie haben doch die Erinnerung. Wie sind, Herr Friedrichs, Ihre Erinnerungen an die Zeit der 1930er Jahre? Damals waren Sie ein kleiner Junge, haben natürlich die Machtergreifung durch die Nazis mitbekommen irgendwie und dann auch 1939 die Kriegsanfänge haben Sie auch miterlebt. Wie haben Sie das als Kind erlebt? Ja, also ich bin 1931 in Wittlich, einer Kleinstadt, die liegt im Sommer an der Mosel und im Winter in der Eifel, geboren und aufgewachsen. Vom Alter her habe ich natürlich keine direkten Erinnerungen an die Vorkriegszeit. Wenn man von der einen oder anderen konkreten Situation absieht. Mein Schulweg von der Volksschule nach Hause führte automatisch, so wie wir gingen, an der Judenschule vorbei. Und an dem Tag der Reisbrot-Lohmarkt wollte ich nach Hause gehen. Und da war man gerade dabei, an der Judenschule die Fensterscheiben einzuwerfen. Fand ich eine tolle Geschichte, wollte mitmachen. Aber mit dem Schulranzen, den wollte ich schnell nach Hause bringen, dass dann besser ging. Und bekam von meinem sehr gerechten Vater ohne Angabe von Gründen Hausarrest. Das bedeutete für mich was. Und gegen Abend sagte mein Vater so zu meiner älteren Schwester und mir, jetzt gehen wir noch in unseren Garten, der war so Kilometer entfernt oder sowas. Und wir gingen vorbei an der jüdischen Synagoge und gegenüber von der jüdischen Synagoge wohnten etliche jüdische Familien. Mein Vater war Landarzt in Wittlich und viele der jüdischen Familien waren Patienten. Ja. Und ich habe nur eins behalten, es muss was Furchtbares passiert sein. Diese jüdische Synagoge war nicht verbrannt worden, aber stark demoliert. Und auch die Wohnungen gegenüber, die ich zum Teil kannte, weil der Vater als Kinder ging man da mal mit und sowas. Ja, das sind eigentlich meine konkreten Erinnerungen, dass etwas passiert ist, was ganz ungewöhnlich war, ohne dass ich das damals wirklich intellektuell begriffen hätte. Kurze Zwischenfrage an die Technik. Können wir das Mikrofon von Herrn Friedrichs ein bisschen lauter machen? Aber ich bemühe mich einfach, es ein bisschen näher zu halten. Vielleicht ja. Geht es dann. Ja? So, dann ist das passiert. Das haben Sie so wahrgenommen als Kind. Dann ging es ja weiter. Und dann hat sich das ja, ich will mal den Begriff der Normalisierung reinnehmen. Also es war ja dann so, irgendwann ging ja dann die Vertreibung der Juden weiter. Von den Wohnungen, von denen Sie gesprochen haben, da haben dann irgendwann keine Menschen mehr gelebt. Wie war das? Wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, wahrgenommen habe ich, das waren zum Teil eben Patienten meines Vaters. Ja. Und dadurch bekam man eben mit, dass eben doch irgendwas Ungewöhnliches, Widerwärtiges passiert ist. Vielleicht spielte eine Sache noch eine Rolle in meinem Bewusstsein. Der Großvater war Leiter des Forstamtes in Wittlich und an einer Forstschule als Lehrer nach seiner Pensionierung tätig. Und er fragte morgens in der Schule, gibt es was Neues? Und die Schüler sagten, ja, wir müssen Ehrenwache stehen vor einem Gasthaus für einen Helden der Nation. Dieser Helden der Nation war ein übel Beleumundeter, der sich aus der Kneipe kommt, geprügelt hatte, Schädelbruch. Mein Vater wurde als Arzt gerufen, 3 Tage drauf war er tot. Und er wurde anschließend in München eingemeißelt als Held der Nation. Und als die Schüler sagten, ja, sie müssten dort Wache für den Helden der Nation stehen,
sagte mein Großvater, für einen Wilddieb steht ihr keine Wache. Mhm. Davon wurde der Großvater in meinem Geburtsort Wittlich als angesehener Forstamtsleiter ins Gefängnis gesteckt. Interessant. Meinem Vater ist es mit Beziehungen zum Bürgermeister und zum Landrat am Ende gelungen, ihn nach einer Woche da wieder rauszukriegen. Aber Sie werden verstehen, dass das die Familie betroffen hat. Zumal ich ein extrem gutes Verhältnis zu ihm hatte, denn ich durfte einmal in der Woche zum Großvater gehen, weil es dann Hähnchen gab. Das war damals gelohnt. Was Besonderes. Natürlich, ja. Sagen Sie noch eine kurze Nachfrage zu der einen Aussage, die Sie gerade getroffen haben. Sie haben gesagt, an der jüdischen Schule oder an der Judenschule wurden die Fenster eingeworfen und Sie hatten Lust, da mitzumachen, einfach als kleiner Junge, der das lustig fand, Scheiben einzuwerfen. Ja, wir wussten ja nicht warum, aber ja. Das war eine Chance, wenn man mit anderen zusammen Scheiben einschmeißen macht darf. Spaß. Ja. Ja. Was sonst verboten war. Nur zu, kann ich mir vorstellen. So, und wir haben immer die damals noch an den Elektrizitätsleitungen, das war ja noch aus Porzellan da oben, die haben wir immer mit einer Steinschleuder abgeschossen, ja, wo noch welche da waren. Gut, das ist jetzt verjährt. Zum Glück, ja. Die nächste Frage, die ich habe, ist... Hat ja dann der Krieg begonnen? Hat ja dann der Zweite Weltkrieg begonnen, 1939. Sie haben das von Ihrem Vater berichtet, was ich interessant finde. Er scheint ein sehr, sehr wacher Geist gewesen zu sein in der Familie. Wie haben Sie als Familie den Beginn des Zweiten Weltkrieges erlebt? Also den Beginn mit Polen? Ja. Ich als Kind eigentlich kaum. Natürlich hat das Thema zu Hause in Gesprächen eine Rolle gespielt. Aber ich kann mich da an keine genaueren Dinge erinnern. Ganz anders sah es dann aus, als der Frankreich-Feldzug losging. Ja. Denn damit war ja nicht so weit weg. Das Militär zog eben durch die Stadt, ja. Über den Bahnhof etc. Das heißt, zum Beispiel kamen auch Studienfreunde meines Vaters plötzlich vorbei in Uniform, auf dem Weg nach Frankreich, guckten da rein. Also von dem Augenblick an habe ich jedenfalls gewusst, es ist eine schwierige Situation. Frankreich war für uns wahnsinnig nah. Das habe ich mit Bewusstsein miterlebt, ja. Fanden Sie das als Kind toll, die Soldaten in Uniform und diese Dynamik, oder hat Sie das erschreckt? Nein, es hat mich nicht erschreckt. Das ist außergewöhnlich war, dass die alle auch bei uns am Hause vorbei, wir wohnten in der Trierer Straße, also der Weg war richtig. Und was auffiel, dass manchmal von den Vorbeiziehenden, frühere Freunde meines Vaters aus dem Studium etc., dazu kamen. Mein Vater hat den Ersten Weltkrieg komplett mitgemacht, also von 14 bis 18, ja. Als Feldunterarzt nach dem Physikum. Und unter anderem Verdun, aber mein Vater war bis zu seinem Lebensende nie bereit, mit mir über Verdun zu sprechen. Mit der Begründung, das sei so furchtbar gewesen, darüber wolle er nicht berichten. Das ist interessant, aber es ist auch völlig nachvollziehbar und an dieser Stelle... Kurz die Erinnerung, wir hatten, Gott hab sie selig, die Trude Simonson, auch Auschwitz-Überlebende, Bergen-Belsen, Ehrenbürgerin der Stadt Frankfurt. Und ich hatte sie damals gefragt, sie hat viel von Bergen-Belsen erzählt, ich hatte sie dann gefragt, ja, aber Sie waren doch auch noch dann eine gewisse Zeit in Auschwitz. Können Sie dazu noch was erzählen? Und dann hat sie was Ähnliches gesagt und sie hat gesagt, nein, sie kann sich daran nicht erinnern. Das hat sie nur im Wachkoma erlebt, so grausam muss es gewesen sein. Aber das nur die kurze Verbindung dazu. Es war dann der Krieg und der Krieg war ja anfänglich durch eine Euphorie geprägt, wie das ja oftmals der Fall ist. Irgendwann merkt dann die Bevölkerung, in Deutschland war das dann der Fall, irgendwann sieht dann die Bevölkerung, dass das auch Schattenseiten hat und dann wurde es auch mit Sicherheit von Jahr zu Jahr
so, dass die Bevölkerung es miterlebt hat, im Bombenangriffe, Kriegsheimkehrer schon, und das Schrecken des Krieges haben Sie ja dann auch erlebt, auch als kleiner Junge miterlebt. Was ist da Ihre Erinnerung? Also unmittelbar miterlebt habe ich auch. Mein Vater als Arzt, ja, war im Zweiten Weltkrieg nicht mehr eingezogen, sondern da und hatte zu betreuen zum Beispiel auch die Kriegsgefangenenlager. Das heißt, in der früheren Synagoge zum Beispiel war ein Gefangenenlager für französische Kriegsgefangene. Ja. Insofern habe ich das alles miterlebt, zumal die dann auch bei uns im Garten mal arbeiteten. Mein Vater sprach ein bisschen Französisch, weil er den Ersten Weltkrieg mitgemacht hat und von Hause aus Latein gut war. Also diese Phasen habe ich mitbekommen. Sonst war das bei uns noch sehr friedlich. Zu essen hatten wir genug. Wenn der Vater Landarzt war, brauche ich das nicht zu sagen, war dafür gesorgt. Einschneidend war dann der Heiligabend 1944. Also im Rahmen der sogenannten Rundstedt-Offensive wurden ja diese mittelgroßen Orte wie Trier, Wittlich, Bitburg, Brüm, die alle zum Aufmarsch der sogenannten Rundstedt-Offensive gedacht waren, bombardiert. Und unser Haus wurde zwar nicht komplett zerstört, aber erheblich beschädigt. Haus Bruder meines Vaters war nahezu total kaputt. Also diesen heiligen Abend, diese Nacht und das anschließende Weggehen aus Wittlich, weil das Haus nicht mehr heizbar war etc., das ist mir in sehr wacher Erinnerung, bis zum Einzug der Amerikaner. Das hat Ihnen Hoffnung gegeben, als die Amerikaner eingezogen sind, und da hatten Sie Angst, dass jetzt was Schlimmeres passiert? Mein Vater hat uns nicht den Eindruck vermittelt, dass was Schlimmes passiert. Nur die augenblickliche Situation, wir waren evakuiert in einem Weingut an der Mosel, als die Amerikaner halt kamen. Was uns berührt hat, war, dass zwei Tage danach Amerikaner kamen und meinen Vater mitgenommen haben, ohne Angabe von Gründen. Wir hatten keine Ahnung, was ist los. Aber nach einer Woche kam er wieder, sie hatten ihn mitgenommen, weil sie einen Arzt brauchten. Aber wir wussten es nicht. Und in diesem Zusammenhang hat man natürlich als Kind doch einiges mitbekommen von außergewöhnlichen Ereignissen. War da, nochmal die Frage, war da dann eine Hoffnung für Sie als Kind, dass Sie gesagt haben, oh, jetzt passiert was Neues und jetzt ist der Krieg zu Ende und jetzt kommt Frieden und das kann eigentlich nur besser werden? Im Prinzip ja, insbesondere in dem Augenblick, in dem wir von diesem Weingut, auf dem wir untergebracht waren mit der Familie, wieder zurückkamen in meine Geburtsstadt Wittlich, auch in unser altes Haus, es wieder in Ordnung gebracht wurde. Von da ab hatten wir alle das Gefühl, es beginnt ein neuer, anderer Abschnitt. Dann war der Abschnitt, der begonnen hat, das war ja dann die Zeit der sogenannten Stunde Null, und in dieser Vorphase der Bundesrepublik, nämlich von 1945 bis 1949, wusste ja niemand so genau, wie es überhaupt weitergeht. Es gab ja verschiedene Pläne. Natürlich war das alles in der Welt der Erwachsenen. Sie waren ja, dann aber doch schon ein großer, kleiner Junge. Und Wie haben Sie das erlebt? Was dachten Sie, was passiert jetzt? Wie haben Sie es aus dem Rundfunk, vielleicht aus den Zeitungen, die Sie vielleicht als Junge schon lesen konnten, gelesen haben? Wie haben Sie das wahrgenommen? Also Zeitungen spielten für mich in dem Alter noch keine Rolle. Wir waren französische Zone und im Schulbetrieb merkte man das. Es wurde das französische Zentralabitur eingeführt, das ich auch gemacht habe. Wir bekamen eine junge Absolventin der Hochschule aus Frankreich an die Schule. Mein kluger Vater hat sofort gesagt, hat die denn schon eine Wohnung? Das weiß ich nicht, frag sie mal. Die kann gerne bei uns wohnen. Ja.
da kommt meine, die Sympathie meines Vaters für Frankreich zum Durchbruch. Und ich bin sehr früh dann auch, 48 in einem der ersten deutsch-französischen Ferienlager in Daun in der Eifel gewesen, habe dort Freundschaft geschlossen, bin im Jahr 1949 bereits in Frankreich in einer Lehrerfamilie, den Eltern dieses Jungen, gewesen, die beide in der Résistance waren. Mhm. Vater und Mutter. Und es hat mich wahnsinnig beeindruckt, wie offen ich als Deutscher dort empfangen wurde. Und da haben wir natürlich intensiv diskutiert, was meinem Französisch zugute kam, über die Situation während des Krieges und danach und auch über die Résistance in Frankreich. Aber das interessiert mich jetzt. Sie waren der Junge aus Deutschland und waren in Frankreich 1949. Ja. Gab es da Anfeindungen? Ich habe von Anfeindungen überhaupt nichts gemerkt. Wie gesagt, die Familie war also wir haben langen Kontakt auch danach noch gehabt. Ja. Mich hat beeindruckt, dass ein Elternpaar, das in der Résistance war und das in Frankreich also erheblich unter der deutschen Besatzungsmacht gelitten hat, einen jungen Deutschen so offen aufnahm und wir über die Zukunft diskutieren konnten. Ich habe zum Beispiel dort erlebt, die erste Bundestagswahl 1949. Da war ich dort. Aus Frankreich heraus haben Sie es erlebt. Das ist interessant. Sie haben 19. erste Bundestagswahl, das war dann für Sie auch in der Wahrnehmung die Gründung der Bundesrepublik. Ja. Und dann haben Sie verstanden, da ist jetzt was Neues, da ist jetzt ein neuer Staat. Und da haben Sie sich dann als junger, oder als Jugendlicher, als junger Mann drauf gefreut. Haben Sie dann diese Aufbruchstimmung für sich mitgekriegt, miterlebt? Ich will nur noch einen Punkt zu 48 sagen. 48, nämlich die Abschaffung der Reichsmark und die Einführung der D-Mark. Ja. Das ist mir auch voll im Bewusstsein gewesen, weil darüber zu Hause intensiv diskutiert wurde, mit dem wenigen Geld, das man zunächst dazugeteilt bekam, wie der Prozess dann weiterlief. Ja. Mhm. Zurück zu der Frage, Gründung der Bundesrepublik. Und Sie waren ja aus Frankreich heraus, erste Bundestagswahl, wie Sie jetzt gerade sagten. Sie kamen dann aus Frankreich zurück nach Deutschland und wussten, jetzt ist die Bundesrepublik da. War für Sie dann klar, jetzt haben wir eine Sicherheit und jetzt haben wir einen guten Rahmen für eine Zukunft, in die Sie schreiten wollten, die sich ja schon viele aufgemacht haben, sozusagen? Also ja, eindeutig ja. Ich habe 1950 Abitur gemacht, war also bei der Währungsreform, war ich unter Prima, hohe Sekunde unter Prima. Und das war ja eine Phase, in der wir alle, jedenfalls wir Jungen, das Gefühl hatten, es kann eigentlich nur aufwärts gehen, kann besser gehen. Vielleicht darf ich eine persönliche Bemerkung machen. Ich hatte ein persönliches Problem. Ich hatte 1948 eine Tuberkulose. Mhm. Und wer jemals, damals ohne Antibiotika, diese Krankheit hatte und dann in sogenannten Spezialkliniken untergebracht war, das war nicht einfach, das durchzustehen. Aber nachdem ich es durchgestanden hatte, war ich eigentlich voller Optimismus, was die Zukunft bringen könnte. Die 50er Jahre, der Aufbruch, das Wirtschaftswunder, der sich vermehrende Wohlstand in der Bundesrepublik. Sie haben sich relativ bald dann auch gesellschaftlich, auch politisch eingebracht, waren interessiert. Wie kam es zu Ihrem Interesse für die Politik und für das Engagement in der Gesellschaft? Also ich habe 1950 Abitur gemacht, habe dann sofort angefangen mit dem Studium in Marburg. Ja. Schwankte zwischen Jura und Volkswirtschaft, habe mich zunächst für Jura entschieden und auch beide Examina gemacht, aber dann später in Volkswirtschaft promoviert, weil ich immer zwischen diesen beiden Welten schwankte. Das war eine Zeit voller Optimismus. Wie kam es zur Politik? Ein
guter Bekannter oder Freund meines Vaters, Steuerberater in Wittlich, war Vorsitzender der dortigen FDP. Aber was wichtiger ist, der war bis Kriegsende immer im Ruhrgebiet, also nicht mehr in der Kleinstadt, sondern der hatte die große, aus meiner Sicht, die große weite Welt gesehen. Mhm. Und mein Vater hat dann plötzlich gesagt, mein Sohn hat zwei Väter, ich bin der leibliche, der geistige Vater ist dieser Steuerberater. Und wir diskutierten also alle wichtigen politischen Fragen. Und dadurch bin dann aber sehr oft zu den Veranstaltungen der Jungen Union gegangen, weil das die einzige Jugendorganisation war, die in der Kleinstadt bei existierte. Ja. Und schwankte auch, soll ich da eintreten? Aber ich glaube, dieser Freund meines Vaters hat mit seinem Einfluss mich dann mehr zu den Liberalen gebracht. Ich glaube, dass ein Punkt den Hauptgrund war, warum ich mich letztlich für die FDP entschieden habe, in dieser rein katholischen Gegend. Bei der ersten Bundestagswahl hatte der Abgeordnete in Wittlich 84% der Direktstimmen. Das war der höchste Stimmenanteil in Deutschland. Ganz Deutschland? Ja, was zeigt, wie die Struktur war. Und mir hat der damaligen dortigen CDU insbesondere die Bildungspolitik nicht gefallen, nämlich einklassige Dorfschulen, katholische Schulen etc. Und ich glaube, das war der Hauptgrund, dass ich mich am Ende doch für die andere bürgerliche Partei entschieden habe. Für die Liberalen haben Sie sich entschieden. Und Sie sind dann politisch einen weiteren Weg gegangen. Und müssen wir jetzt vielleicht nicht jede Station durchgehen. Lassen Sie uns einen kleinen Sprung machen. Sie wurden dann Bundeswirtschaftsminister. Wann war das? Wie kam es dazu? Und hätten Sie sich gedacht, dass es dazu kommen würde, nachdem Sie lange Jahre vorher in die FDP eingetreten sind? Nein, ich hatte ursprünglich nie vor, ganz, also vollberuflich in die Politik zu gehen, sondern ich war Mitglied im Kreistag, also kommunale Dinge. Aber bevor Sie zu der Wirtschaftsministerzeit springen, muss ich erwähnen, ich bin 1963, bis 63 war ich Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Rhein-Hessen mit der Geschäftsstelle Bingen. Und dann hatte Herr Genscher mich zu einem Gespräch nach Bonn gebeten, den ich nicht kannte vorher, indem er mich fragte, ob ich bereit wäre zu wechseln als stellvertretender Bundesgeschäftsführer. Er war interimistisch Bundesgeschäftsführer, um ein Jahr lang mit ihm zusammenzuarbeiten, um dann zu entscheiden, entweder ich werde sein Nachfolger oder ich werde es nicht und dann ist Schluss. Wie sind Sie Herrn Genscher aufgefallen? Die CDU hatte 1963 bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zum ersten Mal die absolute Mehrheit verloren. Und es gab einen außerordentlichen Parteitag der FDP, in dem es darum ging, koaliert man mit der CDU oder koaliert man mit der SPD. Die Partei war gespalten. Stadt Mainz war mehr SPD-minded, die ländlicheren Regionen anders. Und zu der entscheidenden Sitzung erschien der damalige Bundesvorsitzende Mende mit dem Fraktionsgeschäftsführer Genscher. Und in dieser Sitzung habe ich eine Rede gehalten und habe mich ausgesprochen für eine Koalition mit der CDU unter der Bedingung Abschaffung einklassiger Dorfschulen, Abschaffung nur kulturpolitische Forderungen, nichts mit Wirtschaft, gar nichts. Der Parteitag hat auch so entschieden und drei Tage danach ließ Herr Genscher bei mir anrufen, ob ich mal zu ihm nach Bonn kommen könnte. Ich hätte ihm da ganz gut gefallen, ob ich nicht bereit wäre zu wechseln. So kam dann der Schritt hauptberuflich in die Politik und ich habe dann 1965, also nach zwei Jahren Bonn, auch für den Bundestag kandidiert. Ja. Als Bundesgeschäftsführer, Generalsekretäre gab es damals nicht.
habe ich den Bundestagswahlkampf 1965 gemanagt. Ja. Das, Sie müssen wissen, 1963 ist Adenauer zurückgetreten. Ja. Erhard wurde Kanzler und in der CDU rumorte es sehr. Ja. Man war mit Erhard als Kanzler nicht zufrieden, als Wirtschaftsminister eindeutig. War ja eigentlich ein liberaler Erhard. Ja, ja, das war eine schwierige Phase. Bis heute ist sein CDU-Parteibuch nie richtig aufgetaucht, habe ich mal gelesen. Ja. Das, ja, ich hätte beinahe was gesagt. Mir hat neulich jemand gesagt, ob ich eigentlich wüsste, dass die Frau Merkel nie in die CDU eingetreten sei. Also, ja. Ich dachte, wieso denn das nicht? Nein, die war in der DDR, in der Organisation, die dann mit der CDU fusioniert hat. Ja. Also, meine Absicht war es nicht, auf Dauer in der Politik zu bleiben. Es kam der Wahlkampf 65 und kurz nach der Wahl schon 66 scheiterte die CDU-FDP-Koalition. Formal an steuerlichen Fragen, in Wahrheit hatte es andere Gründe. Und es kam zur ersten großen Koalition mit Kiesinger als Bundeskanzler. Ja. Wir gingen in die Opposition. Und jetzt spielt ja die ganze 68er-Zeit schon rein. Kam schon auf, ja. Ja, ja, da ging es an den Hochschulen los. Also mir hat es auch Spaß gemacht, als Bundesgeschäftsführer die FDP wirklich zu erneuern. Es kam ja dazu, dass Mende dann ja auch unter gewissem Druck 1967, 68 den Parteivorsitz abgegeben hat oder abgeben musste. Ich gehörte zu denen, die Walter Scheel als Beivorsitzenden haben wollten. Und so kam es ja dann zur Wahl 69, die habe ich auch noch gemanagt als Bundesgeschäftsführer und habe dann nach der Wahl von Scheel 68 eben gesagt, ich trete zurück, er soll sich einen neuen Bundesgeschäftsführer seiner Wahl aussuchen. Er hat mich dann gebeten, ich sollte bis 69 bleiben und den Wahlkampf, das habe ich auch getan. Und bin dann zwei Tage vor der Bundestagswahl, habe ich Bonn verlassen, obwohl wiedergewählt worden wäre zum Bundestag, um Staatssekretär in Rheinland-Pfalz zu werden. Verstehe. Ja, das ist eine interessante Kombination. In Rheinland-Pfalz wurde Helmut Kohl im Mai 1969 Ministerpräsident. Und die ganze alte CDU-Mannschaft verschwand. Kohl umgab sich mit seinen neuen jungen Leuten. Frischen Wind reingebracht. Mit Bernhard Vogel, mit Hanna-Laurin, mit Gattung als Finanzminister etc. In einer Koalition, in der die FDP zwei Minister hatte, nämlich Finanz und Justiz. Und einen Staatssekretär in Landwirtschaft, Weinbau, Umweltschutz etc. Und die CDU hatte einen Staatssekretär in einem FDP-geführten Ministerium, nämlich im Finanzministerium. Also zwei solche Sonderbesetzungen. Das hat mich gereizt und das habe ich gemacht. Kurze Zwischenfrage, die jetzt mit dem Weg gar nicht so viel zu tun hat, natürlich aus dieser Zeit ist, wie haben Sie Helmut Kohl erlebt? Was war Helmut Kohl in dieser frühen Phase seiner politischen Karriere? Was war er für ein Typ? Also ich habe ihn nur in wirklich guter Erinnerung, also in dieser gemeinsamen Mainzer Zeit, denn Kohl wollte was ändern. Wenn Sie als junger Staatssekretär mit einer guten Idee kamen, da wurde nicht lange rumdiskutiert, der sagte, machen Sie es. Ja? Also ein ganz anderer Stil, als man das vorher gewohnt war. Insofern habe ich an diese Zeit auch mit Bernhard Vogel, mit Frau Laurin und Gattung ein persönlich extrem gutes Verhältnis und bin heute noch der Meinung, in den beiden Ministerien, in denen Minister und Staatssekretär unterschiedlichen Parteien angehörten, hat es ganz besonders gut geklappt. Gut funktioniert. Denn ja, da wissen Sie, so die Ersatzparteigeschichten entfielen da. Man hat sich um den Laden gekümmert, ums Ministerium und es klappte sehr gut. Im Sinne der Sache. Ja.
So, jetzt wieder einen kleinen Sprung. Sie waren ja dann in voller politischer Verantwortung und Sie hatten jetzt die 68er-Zeit schon angesprochen. Wir springen jetzt einen Schritt weiter. Ich will nicht sagen, dass 68 jetzt unmittelbar mit der RAF in Zusammenhang steht, aber der Terror, der dann in der Bundesrepublik stattgefunden hat, dann mit Sicherheit seinen Höhepunkt in dem heißen Herbst 1977 erfahren hat. Erzählen Sie uns, Sie hatten im Vorgespräch mir schon zwei, drei Sachen dazu gesagt, erzählen Sie uns, wie sich dieser Terror, der über Deutschland stattgefunden hat, wo man in Positionen wie Ihrer Position, aber auch in die anderen Top-Entscheider aus Politik und Wirtschaft ja tatsächlich um ihr Leben Angst haben mussten, Tag ein, Tag aus. Wir können uns das heute nicht vorstellen. Wir sehen heute den Blick nach Israel und sehen da vielleicht einen kleinen Vergleichsrahmen oder in andere Länder dieser Welt. Für uns in Deutschland ist es für mich heute als 46-Jährigen zum Glück nicht vorstellbar. Wie haben Sie das in der Verantwortung als Entscheider in Ihrer Position erlebt? Nun, ich bin 1972 im Dezember Wirtschaftsminister geworden, war der Jüngste in dem damaligen Kabinett, geführt noch von Willy Brandt. Und diese ganze erste Zeit, also die Jahre 73, ja, bis Anfang 74, spielte diese RAF-Bedrohung praktisch keine Rolle. Das Zusammenarbeiten im Kabinett funktionierte relativ problemlos. Mein Finanzministerkollege war Helmut Schmidt. Wir hatten ein recht gutes Verhältnis zueinander, also auch persönlich ein gutes Verhältnis, was in diesen beiden Ressorts wichtig ist, ob das klappt oder nicht klappt. Dann kam ja der Rücktritt von Brandt im Zusammenhang mit der berühmten Guillaume-Affäre und Schmidt wurde Kanzler. Das bedeutete eine starke Veränderung, ich sage mal, in dem normalen Ablauf. Brandt hatte an meinem Ressort Wirtschaft relativ wenig Interesse. Er war mehr interessiert an der Außenpolitik, an der Weltpolitik, sehr viel kontemplativer eingestellt, während Schmidt ein anderes Regiment führte. Ich sah immer wieder, die Kabinettssitzungen fanden mittwochs morgens um 9 Uhr statt. Der Bundeskanzler Schmidt kam nicht um 5 vor 9 und nicht um 5 nach 9, sondern kam um 9, da konnten sie die Uhr nachstellen. Hm. Und wehe, sie hatten ihren Platz nicht eingenommen. Hm. Oder schwätzten noch. Also das war schon recht stramm, wie geführt wurde. Mir hat das eher Spaß gemacht, weil ich das gut fand. Ja? Hab das also mit Freude erlebt. Fragen dazu können ja nachher noch kommen. Sollen wir mal so eine Geschichte zwischendurch erzählen? Ja, erzählen Sie eine, ja, selbstverständlich. Also ich erinnere mich an eine Kabinettssitzung, Hans Apel war Finanzminister, wir saßen nebeneinander, wurden auch von Schmidt versetzt, nämlich ihm gegenüber musste Wirtschaft und Finanz sitzen, okay. Und als er reinkam, haben wir einen Satz zu Ende gesprochen. Dann sagte der Bundeskanzler, wenn ihr schwätzen wollt, könnt ihr rausgehen. Fanden wir alle etwas ungewöhnlich. Aber noch ungewöhnlicher fanden die anderen, dass Abel und ich aufgestanden sind und wir sind rausgegangen. Sind Sie rausgegangen? Zur Sekretärin von Helmut Schmidt, Frau Schmarsow. Es gibt ja so einen Sekretärin-Typ, der was zu sagen hat. Was wollt ihr denn hier? Ich hab doch Kabinett. Ich gesagt, wir wollten nur hören, warum der Alte so schlecht gelaunt ist. Ja. Ach, jetzt wisst ihr doch, morgens ist der immer schlecht gelaunt, das ist ja ein Abendsmensch, der hat ja die halbe Nacht gearbeitet, wollte Kaffee trinken. Da haben wir gesagt, nein, wir haben zwei Möglichkeiten, wir gehen wieder rein oder wir müssen zurücktreten. Also sind wir wieder reingegangen, dann haben in dieser Kabinettssitzung der Wirtschafts- und der Finanzminister haben beide kein Wort gesagt, was ungewöhnlich ist. Ja. Ende der Sitzung, Bundeskanzler, Sie beide kommen mal mit in mein Büro. Gab es Rücksprache. Ja. Apel, wir wären sowieso gekommen.
sitzt im Büro, er saß da, wir standen wirklich wie die Schuljungen und Abel sagte dann, Helmut, weil wir per Du sind, rede ich. Wir haben überlegt, ob wir nochmal reinkommen oder ob wir zurücktreten, aber wegen deiner Laune zurückzutreten, wir sind wieder reingekommen, ja. Aber nicht normal. Antwort von Schmidt, Frau Schmaso, bringen Sie 3 Schnäpse. Ich erzähle das bewusst, um aber zu zeigen, auch das kann Klima in einer Regierung sein. Das ist ja klar. Ob das heute noch so der Fall ist, ist die Frage. Ich habe Zweifel. Der Schnaps müsste vegan sein. Jetzt zu der Bedrohung. Jetzt, genau, lassen Sie uns das mit dem Schnaps und jetzt lassen Sie uns ernst werden. Es waren dann diese schlimmen Bedrohungen. Es haben die Anschläge stattgefunden. Der heiße Herbst. Vielleicht machen Sie einen kurzen Umriss. Sie können es besser wiedergeben, als ich das kann. Wie hat das angefangen? Wie haben Sie den Terror durch die RAF, die Rote Armee-Fraktion, wahrgenommen? Ja gut, die erste Entführung war ja die von Lorenz in Berlin, bei der am Ende ja die Bundesregierung nachgegeben hat und den Forderungen entsprochen hat und er wurde ja dann auch freigelassen. Die Bedrohungen nahmen zu, sehr unterschiedlich von Kabinettsmitglied zu Kabinettsmitglied. Diejenigen, die ein bisschen mehr im Vordergrund der öffentlichen Meinung standen, waren natürlich bedrohter. Und dann kamen die üblichen Nachrichten von den Nachrichtendiensten. Ich erwähne nur mal einen Fall, hieß es, man beabsichtige, einen Bundesminister zu entführen, der 2 Kinder hat. Einfach um den Druck zu erhöhen. Ja. Gut, ich hatte 2, es waren relativ wenige mit 2, also war man schon mal vorgewarnt. Sie waren dann auch die ganze Zeit beschützt? Also hatten Leibwächter ich und. Ich war die ganze Zeit, ja, zunächst nur normalen Schutz, wohnte aber zunächst noch in meinem Apartment in Bonn, meine Familie war in Mainz, direkt am Kottenforst. Und dann kamen aber die Sicherheitsleute und sagten, dieses Appartement ist nicht zu sichern, direkt am Wald, Sie müssen ausziehen. Im Kabinett sagte plötzlich der SPD-Verteidigungsminister Georg Leber, sagte, ich habe hier mein Haus in der Harthöhe, also im Militärbereich, ich habe ein Apartment frei im Haus, ziehen Sie doch zu mir. Also bin ich ins Verteidigungsministerium gezogen, zu Georg Leber, hatte den Vorteil, dass wir uns beide gut kennenlernten und einen ganz guten Draht daraus hatten. Die Situation wurde schlimmer und schlimmer. Man hat in der Hafenstraße in Hamburg beim Durchsuchen von Räumen der RAF einen Fahrplan gefunden oder eine Straßenskizze gefunden zwischen meinem Privathaus und meinem Büro, wo genau die Punkte eingezeichnet waren, an denen die für Überfall besonders geeignet waren. Interessanterweise deckten die sich mit denen, die unsere Sicherheitsbeamten ausgesucht hatten. Aber die RAF hatte einen mehr, nämlich bei uns auf dem Lerchenberg, ein nicht fertiggestelltes Haus, das leer stand. Also ich brauche nicht zu sagen, was das da hieß. Das heißt, in der schlimmsten Zeit, also ich habe... Und Entschuldigung, wann wurde dieser Plan aufgedeckt? Das war 76, ja. Also in der aktuellen Phase? Alles in der aktuellen Phase. Ja, also nicht erst später oder so. Ergebnis war dann, dass ich, wie gesagt, umziehen musste dort. Zu Hause durfte ich in der schwierigsten Zeit überhaupt nicht mehr übernachten. Wir haben uns, meine Frau, meine Kinder und ich, wir haben es immer am Wochenende irgendwo, meist in meiner Heimatgegend, am Wochenende gesehen. In der ganz kritischen Phase durften meine Kinder und meine Frau auch nicht mehr im Haus bleiben, sondern mussten jede Nacht irgendwo bei Freunden übernachten, die Kinder morgens in die Schule, mit Polizei ins Haus, ob sich da was tut. Und im Hause selbst hatten wir ständig 2 Sicherheitsbeamte im Haus und mindestens 2 draußen mit so einem Polizeiwagen
zur Absicherung. So, und die Kinder, wenn die zur Schule gegangen sind, mussten auch mit Polizeischutz gebracht werden? Es gab eine Diskussion. Angeordnet war, Kinder mit Polizeiwagen in die Schule. Das habe ich abgelehnt, trotz Risiko, weil ich gesagt habe, die Kinder werden ja nur veräppelt, wenn die da dauernd mit der Polizei in die Schule gefahren werden. Das will ich nicht haben. Also gab es den Kompromiss, die Kinder durften weiter mit dem Schulbus fahren, aber die Polizei fuhr hinter dem Schulbus her. Ergebnis, nicht meine ältere, aber meine jüngere Tochter, wenn es irgend ging, wenn der Schulbus geleert wurde, haute die ab. War für sie ein großes Spiel, sich zu entfernen, ohne dass sie wussten, wo. Die kamen dann zurück, ihre Tochter ist wieder nicht dabei. Sie kam dann stolz an und sagt, ich bin den wieder abgehauen. Das ist alles sehr lustig jetzt. Ja, Herr Friedrichs, ich habe das Buch von dem Walter Kohl gelesen, der ja als Kind von Helmut Kohl in dem Buch auch gerade diese Zeit sehr intensiv beschreibt. Wie haben Ihre Kinder diese Zeit wahrgenommen? Haben Ihre Kinder, Sie sagen, Ihre Tochter ist dann abgehauen und hat sich ein Spiel draus gemacht. Wie haben Ihre Kinder das Ihnen gegenüber wahrgenommen? Haben Ihre Kinder Ihnen einen Vorwurf gemacht, dass Ihre berufliche Position damit zu tun hat, dass Sie keine normale Kindheit erleben konnten? Vielleicht auch im Nachhinein? Nein, sehr unterschiedlich. Die Jüngere hat das, glaube ich, gar nicht so furchtbar ernst genommen. Aber die Ältere, die ist Baujahr 1960, die war also 16 Jahre alt und ein relativ frühreifes Kind. Die hat das alles voll miterlebt, auch mit schwierigen Diskussionen. Ich will ein Beispiel nennen. Als Herr Schleyer entführt wurde im Jahr 1977, hatte der Bundeskanzler Helmut Schmidt mich gebeten, den Kontakt zur Familie zu halten. Ich habe gesagt, einer aus dem Kabinett soll den Kontakt halten. Ich gehörte nicht dem Entscheidungsgremium an, in dem Innenministerium verteilte und so weiter. Und als Wirtschaftsminister kannte ich den Schleyer natürlich recht gut und wir hatten ein sehr ordentliches Verhältnis. Aber mit der älteren Tochter kam es zum Beispiel zur Diskussion, sie wollte das hören, soll man nachgeben, um den Mann zu retten oder darf man nicht nachgehen, wobei uns klar war, dass das Ende von Hans-Martin Schleyer bedeuten würde. Eine solche Diskussion mit einer 16-jährigen reifen Tochter, kann ich Ihnen sagen, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und sie hat Position bezogen und klar gesagt, nein, die Regierung darf nicht nachgeben. Ich habe gewagt zu sagen, Karin, du weißt, dass es deinen Vater auch betreffen kann. Ich erwähne das nur, weil das sind Diskussionen, die in der Familie eine große Rolle gespielt haben. Meine Frau hat natürlich auch Angst gehabt. Ja. Wenn Sie mich fragen, wie das bei mir war, wenn ich sage, ich hatte keine Angst, meinen die Leute, ich wäre mutig gewesen. Das ist nicht richtig. Ich habe das Problem der Gefährdung schlicht und einfach verdrängt. Weil ich der Meinung bin, wenn man beruflich weiterhin erfolgreich arbeiten will, gibt es Dinge, die nicht an einen herankommen dürfen. Und es ist mir gelungen, das Risiko wirklich weitestgehend zu verdrängen. Meine Sorge waren eigentlich mehr Frauen und Kinder. Aber wie gesagt, ich sage noch einmal, das hat mit Mut weniger zu tun, wie vielleicht mit der Fähigkeit, dass man ein solches Problem nicht zu tief in sich reinnimmt. Was war Ihre schlimmste Erwartung, die Sie dann 1977 sowohl für Ihre Familie, für sich selbst, aber auch für die Bundesrepublik hatten in dieser Zeit? Was waren Ihre größten Ängste, wie sich diese ganze Entwicklung hätte weiter vollziehen können? Nun einmal die völlige Ungewissheit, was passiert weiter. Aber dadurch, je mehr Sie da drin sind, also nur ein Beispiel, Schmidt sagte, ich möchte den Kontakt zur Familie aufrechterhalten. Also ich habe Kontakt mit Frau Schleyer und seinem ältesten Sohn
der dann auch später Staatssekretär in Mainz war, gehabt. Ich bin mit Frau Schleyer, nachdem ich sie dazu überredet hatte, zur Trauerfeier für die Begleiter von Herrn Schleyer gefahren. Schleyer lebte ja noch, als die Trauerfeier für den Fahrer und die anderen RAF-Leute waren. Und mir war auf der Fahrt zur Trauerfeier natürlich klar, dass wir in absehbarer Zeit womöglich wieder zur Trauerfeier fahren müssten. Meine, solche Situationen haben einen schon mehr als belastet. Aber ich sage noch einmal, ich habe keine persönliche Angst gehabt, weil es mir, glaube ich, gelungen ist, das letztendlich von mir fernzuhalten. Trotzdem die Konfrontation zu Hause mit Ihrer Tochter, insbesondere der 16-Jährigen, der Älteren, die mit Ihnen da immer wieder drüber gesprochen hat. Wie gingen diese Gespräche mit Ihrer Tochter weiter? Ich frage das aus Perspektive. Es gab dann eine Sondersituation, denn wir haben 1977 gesprochen und Ende Juli wurde Ponto ermordet. Ja. 1977. Ende Juli. Schleyer ist kurze Zeit später entführt worden. Ja. Als Ponto ermordet wurde, lebte Schleyer noch und war noch. Lebte noch, ja. Ja. Und da war es also so, nach der Ermordung von Ponto rief mich ein Aufsichtsratsmitglied der Dresdner Bank an, ob ich bereit sei, auf der Trauerfeier für Ponto in der Paulskirche für die Bundesregierung die Rede zu halten. Ich habe gesagt, Sie sind an der falschen Adresse, denn für die Bankenaufsicht ist der Finanzminister zuständig, ja, und nicht der Wirtschaftsminister. Ja. Ja, aber man wollte davon nicht absehen, kam dann als Begründung, ich hätte Ponto recht gut gekannt, wir hätten manche Auslandsreisen zusammen gemacht, stimmte alles. Ich weiß nicht, ob Sie den Sozialdemokraten nicht haben wollten, spielt auch keine Rolle. Jedenfalls, ich habe diese Rede gehalten und dann kam mir danach das Angebot, in den Vorstand der Dresdner Bank und die Nachfolger Pontos anzutreten. Und das erhöhte dann den Druck, den Risikodruck nochmal drastisch, weil man der Meinung war, die RAF ziele auch darauf ab, Positionen dadurch unbesetzbar zu machen, dass man den gleichen Positionsinhaber zweimal. Wie groß war dann, Sie haben ja meine Frage ein Stück weit vorweggenommen, Sie sind ja dann in den Vorstand oder den Vorstandsvorsitz der Dresdner Bank gegangen. Wie groß war der Vorwurf, wie stark waren Sie mit dem Vorwurf konfrontiert, dass die oberste Ebene der Finanzwelt, der Wirtschaft mit der obersten Ebene der Politik, also die beiden Elitenebenen, hier gemeinsame Sache machen? Ja gut, das war die Meinung, jedenfalls von vielen Kreisen, nicht von allen, nicht von denen, die uns nahe standen. Aber die wirklich extreme Linke und die RAF insbesondere, das war einfach so. Nur ein Beispiel, wie es Herr Krams, der ja in Bad Kleinen auf dem erschossen wurde, in dem auch einer der Sicherheitsleute mit erschossen wurde, ja, stand plötzlich in Mainz vor meinem Büro, offensichtlich mit einem Stadtplan, und zeichnete. Und meine Bewacher haben das natürlich gesehen, aber sie haben ihn aber nicht festgenommen, sondern gesagt, wir laufen, beschatten den mal und gucken mal, mit wem er sich trifft, ob wir da nicht noch ein bisschen mehr fischen können. Er ging auf die Domplätze in Mainz, hat Kaffee getrunken und von daher haben sie ihn leider nicht mehr verfolgen können. Er war weg, brauche ich nicht zu sagen. Danach war natürlich dann bei uns die extremste Gefährdungsstufe mit den unangenehmsten Umständen, dass man sich in der Öffentlichkeit praktisch nicht mehr sehen konnte, alleine. Nicht. Ja, ich will dazu nicht viel zu sagen. Das kann ich mir
gar nicht vorstellen. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Zum Glück kann ich mir das so nicht vorstellen. Aber Sie müssen große Angst gehabt haben, gerade in dieser ganz heißen Phase dann. Und dann auch wieder für Ihre Familie. Sie waren ja sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes dann auf der Abschussliste. Also hätte ja auch Sie jederzeit dann in der logischen Konsequenz treffen können. Es gab angebliche, soweit die Sicherheitsleute das gesagt haben, gab es irgendeine Liste, wo ich auf Platz 2 war. Unfassbar. Aber was das bedeutet. Haben Sie jemals dann Mitglieder der Roten Armee-Fraktion, Terroristen, kennengelernt, getroffen, gesehen, gesprochen? Nein. Ich habe mir lediglich in meinem Geburtsort Wittlich voriges Jahr die Zelle angeschaut, in der einer von denen gesessen und gestorben ist. Haben Sie sich mit dem Thema des Terrorismus, der dort stattgefunden hat, beschäftigt, mit den Familien beschäftigt, mit den Hintergründen beschäftigt? War das für Sie oder ist das für Sie bis heute ein interessantes Thema? Diese Besichtigung fand statt zusammen mit einer Professorin, die über diese ganze Zeit gearbeitet hat und gerne hat einen speziellen Grund. Der Gefängnisarzt, ein Kollege meines Vaters, den ich auch gut kannte, der war an dem Wochenende, an dem sich der das Leben durch Hungern genommen hat, hatte der 3 Tage Urlaub. Und dann gab es ein Strafverfahren gegen diesen Arzt wegen unterlassener Hilfeleistung. Das war Gegenstand der Diskussion mit der Professorin jetzt. Wie ist diese Rechtsfrage etc.? Und bei der Gelegenheit habe ich mir in die Zelle auch mal angeguckt. Ja, das hat sich dann zum Glück ja beruhigt im Laufe der Jahre. Sie waren dann weiterhin der Sprecher des Vorstandes der Dresdner Bank, haben dann später noch weitere Positionen gehabt, will auf die ganzen Positionen jetzt gar nicht mehr eingehen. Ich will jetzt versuchen, zum Ende hin nochmal einen aktuellen Rahmen aufzubauen. Wir haben jetzt heute die Situation in Israel. Wir haben Terrorismus mit Geiselnahmen. Sie hatten die Geiselnahmen angesprochen. Zum Glück, Stand heute, haben wir diese Situation in Deutschland nicht. Ich denke, da sind Sie glücklich, weil Sie haben das ja hautnah alles miterlebt. Wie stark sehen Sie die Bundesrepublik heute gewappnet, dass eine solche Situation eines Terrorismus, der aus der eigenen Gesellschaft heraus entsteht, nicht mehr stattfinden kann? Ja, nicht mehr stattfinden kann man eigentlich nie behaupten. Ich halte es aber im Moment für relativ unwahrscheinlich. Was ich bedauere, wenn Sie das Thema Israel mit ansprechen, dass die Bundesrepublik in den letzten 15, 20 Jahren ja immer noch geglaubt hat, mit der Wiedervereinigung und dem Fall der Mauer sei der Frieden in Europa und in der Welt ausgebrochen. Und entsprechend könne man auch die Bundeswehr und Ähnliches vernachlässigen. Das ist ja ich finde es ein Drama, dass wir in diesem Augenblick Ukraine plus Israel, um mal beide zu erwähnen, auf solche Dinge nicht wirklich vorbereitet sind. Weil ich persönlich, aber das ist meine sehr persönliche Meinung, ich habe die Art und Weise, wie man in Deutschland unter Herrn von Guttenberg die Wehrpflicht abgeschafft hat, nicht gut geheißen. Eine ganz andere Frage ist, dass ich unzufrieden war, dass sehr viele freigestellt wurden und ich schon damals gesagt habe, man sollte einen zivilen Ersatzdienst an die Seite stellen, um beides zu haben, aber nicht die einen sind bereit, den Dienst zu leisten, die anderen drücken und Berge kommen drumherum. Das alles ist ja, diese Phase nach dem Fall der Mauer, Stichwort Gorbatschow, wir haben wirklich geglaubt, es gibt nur noch ein friedliches Miteinander. So, und dann kam Ihr
Ihr Kabinettskollege sozusagen, Helmut Kohl, der ja ein großer Visionär der europäischen Idee war, der europäischen Einigung war, der die Wiedervereinigung maßgeblich hergeleitet hat, mitverantwortet hat, entscheidet hat, umgesetzt hat, richtig. Und der doch immer davon gesprochen hat, dass die Europäische Union, auch der gemeinsame Währungsraum, dass das ein Garant für Frieden und Freiheit in Europa ist. Sehen Sie das auch so? Würden Sie dem zustimmen? Ist Europa heute als Einheit sicher für Frieden, ein Raum für Sicherheit und für Freiheit? Also ich bin vorsichtiger mit dem Ausdruck Garant. Garantieren ist nicht einfach in internationalen Dingen. Ich bin mit Helmut Kohl total übereinstimmend in der Frage eines vereinten Europas. Meine Zweifel hatte ich, ob die Erweiterung der alten EU, also die Sechsergemeinschaft über die Neunergemeinschaft, dann, als die ersten östlichen dazu kamen, ob nun Polen oder Ungarn, habe ich mich immer gefragt, sind die schon so weit, dass sie beitreten können? Aber da gibt es natürlich das Gegenargument, wenn wir sie reinnehmen, werden sie eher sich fortentwickeln können und die Beziehungen werden gut. Aber wenn ich jetzt sehe, wie insbesondere der Chef von Ungarn und auch die PiS in Polen sich benehmen, sind vielleicht meine Bedenken zumindest nicht ganz von der Hand zu weisen gewesen. Aber das ist geschehen. Sie sind beigetreten, wir haben die Union. Was mich stört, sind, dass, gut, nehmen Sie als Kohl die Wiedervereinigung letztlich gestaltet hat, gab es zum Beispiel Widerstand aus der Deutschen Bundesbank im Zusammenhang mit der Umstellung der Währung. Ökonomisch berechtigten Widerstand, ja, denn die voll teile. Aber Kohl hat gesagt, mir ist die Wiedervereinigung wichtiger, ich nehme diese möglicherweise falsche geldpolitische Entscheidung in Kauf im Interesse der Sache. Er hat letztlich damit recht gehabt, aber wenn ich mir überlege, wie Weigel dann gekämpft hat, in dem Maastricht-Vertrag die Finanzregeln für die neue Währung Euro erträglich zu gestalten und jetzt sehe, wie intensiv dagegen verstoßen wird, ohne dass wir in der Lage sind, das wirklich zu korrigieren, fängt man an, nachdenklich zu werden. Ihre Nachricht oder Ihr Wunsch oder Ihre Aussage an die nachfolgenden Generationen. Ich fand das in unserem Gespräch sehr beeindruckend, wie Sie den Wert von Europa in den Vordergrund gestellt haben, insbesondere ausgehend aus der deutsch-französischen Freundschaft heraus. Sie haben es ja über Ihr eigenes Leben direkt nach dem Krieg erlebt. Und das hatte ich vorhin noch vergessen zu sagen, wir hatten auch einen Zeitzeugen, der Gunther Beine, der als junger Mann auch in Frankreich war und Frankreich erlebt hat und direkt nach dem Zweiten Weltkrieg dann einer der Gründungsväter der Europa-Union, einem überparteilichen Zusammenschluss zur Sicherung Europas und zur Verteidigung der europäischen Werte, hat er mit aufgebaut. Diese starke Bedeutung von Europa für die junge Generation, sehen Sie das als eine der starken Aussagen, die Sie Ihrer Kinder, Ihrer Enkelgeneration mit auf den Weg geben würden? Ja, meine Enkel sind ja mittlerweile in einem fortgeschrittenen Alter. Also Urenkel, gibt es die? Es gibt fünf Urenkel, zwischen 1 und 7 Jahren alt. Ja, das ist ja dann die aber Gruppe. Ja. Aber die Enkel sind halt um die 30 drüber oder drunter. Und da gibt es eigentlich eine übereinstimmende Meinung, dass dieses Europa schon unglaublich wichtig ist. Wobei schon die beiden männlichen Enkel, die sind also
noch nicht ganz 30. Aber da spielt natürlich auch eine völlig andere Ausbildung eine Rolle. Nicht? Mhm. Der eine hat also hier Frankfurt School of Management gemacht, danach 2 Jahre Australien, am Ende den Master in der London School of Economics. Er spricht perfekt, war ein Jahr in Amerika, spricht Englisch, Business Englisch perfekt mit seiner jetzigen Freundin nur, weil sie aus Südamerika stammt. Und Englisch. Also das ist eine total andere Generation, die auch anders rangeht, was ich gut und schön finde. Aber ich bemühe mich, denen zu erklären, wie wichtig für uns oder für mich jedenfalls die Gründung der Europäischen Union mit den Gründungsvätern, mit de Gaulle, mit Adenauer, mit de Gasperi war, insbesondere gerade diese drei. Und deswegen bedauere ich sehr, wenn das Verhältnis zwischen diesen beiden Führungsnationen, nämlich Deutschland und Frankreich, nicht so gut funktioniert, wie es mal funktioniert hat. Also, um mal ganz klar zu sagen, ich hatte ja den Vorteil, dass Giscard d'Estaing zunächst mein Kollege als Wirtschaftsminister war. Mhm. Da kannten wir uns eben recht gut. Aber wie dieser Hanseat Helmut Schmidt, der ja eigentlich mehr England-orientiert, jedenfalls sprachlich war, ja, wie toll das Verhältnis zwischen Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing war, auch persönlich, menschlich, sodass ich immer das Gefühl hatte, Mensch, diese beiden Nationen, da passt kein Blatt dazwischen, das läuft. Aber jetzt sehe ich, wie wir uns schon wieder streiten, ob dieses oder jenes große militärische Projekt gemeinsam. Lassen Sie mich mal ganz laut denken, wenn ich mir vorstelle, dass dieser Trump nochmal amerikanischer Präsident würde, brauchen wir uns doch keine Gedanken mehr zu machen, wie unsere Schutzmacht aussieht. Und wenn wir dann nicht aus Deutschland und Frankreich wirklich gemeinsame große Projekte hinkriegen, frage ich mich, wer soll uns dann eigentlich noch schützen? Die Montagsgesellschaft steht für den Dialog, für das Miteinander im Austausch sein. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, was wir beide hier auf dem Podium hatten, Herr Friedrichs, und gebe jetzt in das Plenum in bewährter Form. Sie können Fragen stellen, Sie können kurz einen Beitrag abgeben. The floor is yours. Wer möchte zuerst? Ich wollte nur sagen, ich hatte mich auch auf andere Themen vorbereitet, nicht? Ölkrise und was es so alles gab, aber machen Sie es jetzt so. Ja, das ist leider oft bei der Montagsgesellschaft der Fall, dass wir merken, dass die Veranstaltung keinen Abendcharakter, sondern eher einen Wochencharakter oder Monatscharakter haben. Aber die Seminarstärke schaffen wir noch nicht so ganz. Oder die Semesterstärke wäre es ja. Also leider sind wir im zeitlichen Korsett, wie so oft im Leben. Also, wer möchte eine Frage stellen? Ich sehe da hinten, ich stelle mich jetzt mal. Ja, gerne. Da kommt das Mikrofon über Herrn Liefertz. Hallo, ja, Xu ist mein Name. Und ich höre jetzt einfach, dass die eigentlich Rote Armee-Fraktion oder diese Gefahr von der linken Seite jetzt einfach beseitigt oder dass jetzt eigentlich in den letzten 20 Jahren gar nicht mehr der Rede wert. Aber ich habe natürlich eine Frage, ob das wir jetzt auch so sehen können, dass wir jetzt eine grüne Fraktion, nicht grüne Armeefraktion, aber ob das jetzt mal die Politik von den Grünen jetzt getrieben wird, das auch eine größere Gefahr ist für unsere Bundesrepublik. Danke. Machen wir direkt mit Beantwortung. Die Gefahr von den Grünen, wie sich die Grünen entwickeln, sehen Sie da eine Gefahr oder wie schätzen Sie die Situation ein? Es gibt eine ganze Menge inhaltlicher Positionen, die nicht die meinen sind. Ja, um das ganz deutlich zu sagen, natürlich beobachte ich mit besonderer Aufmerksamkeit
meinen Nachfolger als Wirtschaftsminister. Und Herrn Habeck. Ja, und kann nur sagen, dass ich das Drama mit der Gebäudebewirtschaftung nicht nachvollziehen kann. Aber ich darf mal nach meiner Meinung die Ursache sagen. Als ich Wirtschaftsminister wurde 1972, gab es zwei Staatssekretärsposten. Einer war frei und den anderen hatte Herr Rohwedder. Herr Rohwedder war ein liberaler Sozialdemokrat. Natürlich wollte den zweiten Posten als Staatssekretär liebend gerne die FDP mit einem FDP-Mitglied besetzen. Ich bin zu meinem Parteivorsitzenden Walter Scheel gegangen und habe gesagt, Herr Scheel, ich will den Besten haben und der Beste ist der Leiter der Grundsatzabteilung, parteilos. Ja. Da sagt Walter Scheel, dann machen Sie das doch mit dem. Das habe ich gemacht. War er schlecht, Freiburger Schule, exzellent, schon unter Ludwig Erhard im Hause gewesen. Was glauben Sie, wie der Apparat reagiert hat, dass ein nicht parteigebundener Staatssekretär werden kann? So ein Haus steht plötzlich auf und steht für einen. Ja? Soll ich jetzt des Spaßes halber die Folgewirke sagen? Damit war der Posten des Leiters der Grundsatzabteilung frei. Und der beste Mann im Hause war ein CDU-Mann. Ja. Also ich bin wieder zu meinem Parteivorsitzenden gegangen und habe gesagt, das ist die Lage, das ist der Beste. Was soll ich denn jetzt machen? Da hat er gesagt, geh mal zum Genscher, der ist ja Beamtenminister. Der Genscher gesagt, hat mit mir Beamtenschaft überhaupt nichts zu tun. Der ist Leiter der Abteilung, ist politischer Beamter, Kraftamtes. Du musst eine Entscheidung der Bundeskabinetts haben. Geh mal zum Bundeskanzler. Ich zu Willy Brandt. Alles mehr so Vater-Sohn-Verhältnis vom Alter her, ganz brav vorgetragen, wurde nicht unterbrochen. Als ich fertig war, sagte er, wir betreiben doch keine Christenverfolgung. Ich sage, Bundeskanzler, heißt das, dass ich den Vorschlag schriftlich dem anderen Kabinett, dass Sie dafür sind? Ja. Ich sage, ich habe aber eine Bedingung. Wenn jetzt im Kabinett der Betreffende kaputt diskutiert wird, ich dachte so an Herrn Eppler und so einige, die es ja auch gab, ja, sage, dann ziehe ich den Vorschlag zurück. Dann guckt er mich an und sagt, dann gehen Sie vorher mal zu Ihrem Kollegen Finanzminister Schmidt. Also bin ich zu Helmut Schmidt gedackelt. Hab dem das also gesagt, warum nehmen Sie einen CDU-Mann? Ich sage, Herr Schmidt, Sie waren vor mir 6 Monate Wirtschaftsminister, interimistisch. Sie kennen das Haus. Wenn Sie mir jetzt einen besseren nennen. Nehmen wir den. Ja. Guckt er mich an, sagt er, kann ich nicht. Aber der Verlauf der Kabinettssitzung, den will ich Ihnen nicht vorenthalten. Der Bundeskanzler Brandt sagte, wir kommen zum Tagesordnungspunkt Personalia. Ich sehe keine Wortmeldung und es ist so beschlossen. Ich ging zurück ins Ministerium und habe gesagt, Herr Tietmeyer, es war nämlich Herr Tietmeyer, der spätere Bundesbankpräsident, ja. Sie sind heute inkognito zum politischen Beamten ernannt worden. Das war damals möglich. Ist der Name, gibt es im Moment eine weitere Frage? Da gibt es eine, ja, ich hätte da noch eine Folgefrage, aber gerne, nee, machen Sie. Jonathan Miesler, ich habe mal eine Frage, und zwar, wir haben jetzt viel über internationale Politik und Ähnliches gesprochen, auch die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland als Gründung für die Europäische Union war ja Thema gewesen. Ist das denn heutzutage überhaupt noch möglich bei den zerstrittenen internen Diskussionen, die wir eigentlich innerhalb von Deutschland, Frankreich oder den anderen großen Nationen in Europa überhaupt noch haben? Wie meinen Sie die Italien? Also wenn ich jetzt nach außen hin auftrete und sage, ich als Deutschland möchte jetzt gerne mit Frankreich zusammen, keine Ahnung, nehmen wir Beispiel Eurofighter bauen, dann muss ich ja in gewisser Art und Weise mein intern, also innerhalb von Deutschland relativ gesettelt sein, dass ich weiß, wir haben eine einheitliche Meinung und dieses Projekt wird auch durchgeführt werden.
In der Regel, wenn ich so einen Militärflieger baue, dauert das, glaube ich, die Entwicklung 10 Jahre. Wenn ich jetzt nach 4 Jahren davon ausgehe, dass ich einen extremen Regierungswechsel wieder habe, ist es dadurch überhaupt noch möglich, solche Projekte tatsächlich anzugehen in der heutigen Situation? Wenn ich mir jetzt angucke, die AfD wird stärker, die Linke hat jetzt gerade nochmal durch das Bündnis Sarah Wagenknecht ja Konkurrenz bekommen. Das heißt, die Ränder werden ja irgendwie extremer. Kann ich denn überhaupt auf solche internationalen Projekte dadurch überhaupt noch setzen? Also die Frage nach der Planungssicherheit, dem Planungshorizont. Ja gut, weil die jeweilige Regierung muss ja handeln und agieren. Und dann kommt es eben darauf an, ob es wirklich gelingt, sagen wir mit den Hauptbeteiligten. Und ich nenne wiederum Frankreich. Also in den ganzen Verteidigungsfragen ist es nun mal so. Mit den Engländern war es immer schon komplizierter. Gut, sie sind jetzt ja auch nicht mehr in der EU drin. Aber es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die trotz Problemen und Schwierigkeiten durchsetzbar sind. Sie dauern dann zwar länger. Wenn ich Frankreich erwähne, was die meisten gar nicht mehr wissen, ich war 5 Jahre Aufsichtsratsvorsitzender von Airbus Industrie in Toulouse, also nicht der deutschen Airbus. Natürlich gab es da auch Meinungsunterschiede zwischen den 4 Partnern. Damals waren wir 37%, die Franzosen 37%, die Engländer 20% und die Spanier 4 oder 5%. Und das mussten wir aufteilen in der Produktion etc. Das war alles kompliziert, aber am Ende haben wir uns durchgerungen. Und ich glaube, es ist auch jetzt möglich. Es hängt allerdings von Persönlichkeiten ab. Ja? Das ist mein Hauptproblem. Ich bin mit... Wir haben ja ein viel größeres Parlament als früher, aber ob es besser geworden ist, habe ich meine Zweifel. Das liegt aber nach meiner Meinung daran, dadurch, dass plötzlich alle Abgeordneten einen persönlichen Referenten haben, hatten wir früher nicht, sehen manche jungen Leute den Lebensweg in Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Und zwischendurch passiert nichts. Das ist keine Garantie für gute Politik. Also, das nehmen wir unter anderem, Herr Friedrichs. Ich schulde nur noch einen, ich habe eben nicht ganz genau zu den Grünen. Bei den Grünen gibt es einen Teil der politischen Absichten, teile ich. Klimawandel ist ein Faktum. Die Art und Weise, wie damit umgegangen ist, ist weitestgehend nicht meine Meinung. Viel zu viel Administration, viel zu viel Eingriffe. Lassen Sie mich mal ganz einfach sagen. Ich war in einem kleinen Gesprächskreis vor 15 Jahren in Frankreich, in Paris. Wir haben damals uns mit dem Thema CO2 beschäftigt. Und ich bin heute noch der Meinung, man hätte über eine saubere CO2-Regelung den ganzen Energiekram in den Griff kriegen können. Nämlich weniger CO2-Rechte begeben, höhere Preise. Und da werden Sie mal sehen, wie schnell die Wirtschaft sieht, angesprungen wo werden. Kann ich darauf verzichten, was kann ich tun. Stattdessen tun wir immer so, als ob die Beamten in den Ministerien auch noch die Wissenschaft Förderung besser beherrschen als andere. Hinzu kommt, dass ich der Meinung bin, dass man bei den Energiefragen, die Grünen, viel zu kurze Zeiträume setzt. Sie können eine so komplexe Wirtschaft, wie wir sie haben, können sie nicht einfach in ein paar Jahren umstellen. Das dauert seine Zeit. Ja? Insofern gibt es da deutliche Unterschiede, wobei man bei den Grünen natürlich auch wieder sehen muss, es gibt einen Flügel, der wirklich aus der ursprünglichen grünen Bewegung kommt. Und es gibt ja einen nicht unbeträchtlichen, der aus einer ganz anderen Ecke kommt, nämlich von links. Zu Frau Wagenknecht will ich mich nicht äußern, weil ich noch nicht weiß, was daraus wird, ob sie mehr den Linken oder mehr der AfD schadet. Wobei meine Zweifel immer sind, jemand, der so stark seine eigene Person in den Vordergrund stellt, bei dem ich mal gespannt, wie er eine Mannschaft zusammenbringt.
Wir haben Fragen. Wir haben Herr Fey einen Beitrag und wir haben von dir, lieber Knut, einen Beitrag. Herr Fey, fangen wir mit Ihnen an. Ich habe eine Frage zur aktuellen Politik. Christian Lindner hat ja im Anschluss an eine gescheiterte Koalitionssondierung gesagt, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Das ist mir noch im Ohr. Und jetzt haben wir 2 Jahre Ampel hinter uns. Und ich bin einfach mal neugierig, was würden Sie denn als FDP-Politiker Ihrem Bundesvorsitzenden raten, wie er damit umgeht, dass er vor 10 Jahren eine Partei übernommen hat mit 4,8%, damals war die FDP nicht im Bundestag. Dann hat er eine Erfolgswelle für die FDP ohnegleichen produziert, ist in Höhen aufgestiegen von 11-13%. Und wenn man sich jetzt die aktuellen Umfragen anschaut, ist die FDP wieder bei 5% gelandet. Das war in Hessen so, da war es gerade, hat es geklappt. In Bayern sind sie raus. Und auch in den Bundesumfragen liegen sie bei plus minus 5,0%. Was ist die strategische Option der FDP für die nächsten 2 Jahre? Was würden Sie Ihrem jetzigen Parteivorsitzenden raten? Also nach meiner Meinung kann es derzeit keine Strategie sein, aus dieser Regierung auszutreten. Sondern nach meiner Meinung müsste die FDP bei einigen wenigen erkennbaren Punkten konsequent ihre Position vertreten, gleichgültig, wie es in der Koalition aussieht. Wobei, wenn es ihm gelänge, dies auf Positionen zu konzentrieren, wo er sich relativ sicher sein kann, dass der Bundeskanzler hinter ihm steht. Stichwort ist für mich, ich nenne nur mal ein paar Stichworte. Erstens Schuldenbremse. Wenn es ihm nicht gelingt, die Schuldenbremse jetzt zu halten, hat er keine Chance mehr. Und es gibt ein paar andere Punkte, gerade in dem wirtschaftlichen Bereich, wo die vernünftige SPD, wie sie unter Helmut Schmidt auch war, mitspielen kann. Der Spielverderber in diesem Punkt sind die Grünen. Aber er darf nach meiner Meinung jetzt keine schlechten Kompromisse mehr eingehen, sondern dann geht es eben nicht. Ja? Wenn Sie mich fragen. Ich hab ein persönlich recht gutes Verhältnis zu Lindner. Ich habe ein sehr gutes, schätze ihn auch sehr zu dem Justizminister, den ich für hochintelligent halte. Ja. Und versuche in Gesprächen, auch auf der Landesebene, zu sagen, an den und den Punkt müsst ihr Flagge zeigen. Aber die Gesamtführung ist im Moment nicht attraktiv. Wobei ja bemerkenswert ist, dass die Opposition daraus weniger Vorteile hat wie die AfD. Das macht mir in der Tat Kummer. Normalerweise müsste in der jetzigen Lage, wenn ich meine früheren Zeiten sehe, wenn die Regierung schwächelt, steigt der Wert der Opposition. Aber das ist im Moment ja auch zumindest nicht deutlich sichtbar. Sie haben deutlich zugenommen, ja. Hören Sie mal, die dürfen doch jetzt nicht anfangen zu diskutieren, wer Kanzlerkandidat wird. Dann müssen sie entscheiden. Nach meiner Meinung, wenn Sie 2 Jahren was werden. Herr Friedrich, ich habe die Bundestagsauseinandersetzung zwischen Herrn Hofreiter und Herrn Lindner gerade gesehen. Habe die Emotion da drin gesehen, wie der Lindner und wie die sich in die Haare gekriegt haben, aufs Schärfste angegriffen haben. Wenn man nicht wüsste, dass sie in einer Regierung sind, dann würde man davon ausgehen, dass hier die harte Opposition gegen die Regierung antritt. Aber sie sind in einer Regierung. Hält diese Regierung Ihrer Meinung nach oder könnte es zu einem vorzeitigen Ende kommen? Also ich glaube, dass sie bis zur Bundestagswahl hält, weil
weil sie keine Alternative hat. Ne? Ja. Sie merken, dass ich nicht glücklich bin über die derzeitige Situation. Ne? Was ich nicht verstehe, ist, dass bei Meinungsunterschieden, also als ob es zu meiner Ministerzeit nicht auch zwischen dem Finanzminister oder dem Arbeitsminister und dem Wirtschaftsminister Meinungsverschiedenheiten gab. Darf ich mal ein Beispiel sagen? Wir haben 1976 die jetzt immer noch gültige paritätische Mitbestimmung eingeführt. Das war kein Traumziel der FDP. Die SPD wollte das haben, aber sie wollte es sehr viel extremer haben. Mehr wie früher in der Montanindustrie etc. Ich bringe nur ein Beispiel. Ganz zum Schluss war die Frage offen, ob der Aufsichtsratsvorsitzende bei paritätischer Mitbestimmung, wenn es zum PAT kommt, am Ende eine Zweitstimme hat. Die FDP wollte das, die SPD wollte das nicht. Oder richtiger gesagt, die Gewerkschaften wollten das nicht. So. Ja, was macht Helmut Schmidt? Sagt Herr Frides, jetzt machen wir einen Arbeitskreis. So, mit wem besteht der denn? Der sagte, mit Ihnen und dem Arbeitsminister Arendt. Damit waren die beiden. So, ihr müsst das Thema lösen. Ja, so, was ich Ihnen jetzt aber sage. Ich wusste, dass Herr Schmidt meiner Meinung war. Und zwar ganz einfach, weil er sagt, es kann doch nicht sein, dass in einem Unternehmen keine Entscheidung fällt. Es muss entschieden werden. Aber nach außen hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Arne und ich, wir haben uns ein paar Mal getroffen und am Ende haben wir die Lösung, die da beschlossen wurde, ohne öffentliches Aufsehen. Das verstehe ich im Moment nicht, dass es zwischen zwei unterschiedlich denkenden Ministerien nicht möglich ist, leise Kompromisse und sie als gemeinsam zu verkaufen. Das ist, ich kann das nicht nachvollziehen, ich begreife das nicht. Lieber Knut Günther. Wäre auch, um das noch zu sagen, unter einem Kanzler Helmut Schmidt wäre das auch nicht möglich gewesen. Darf ich noch mal den Scheinwerfer zurückdrehen auf die Zeit des politischen Einsatzes in unserer Bundesregierung, aber auch davor im Mainzer Kabinett? Wie war denn das? A, gab es damals schon die Industrie der Gutachter, für jede Lurchart ein Sondergutachten? Und B, war damals unser Zwangsmediensystem so meinungserzwingend, wie es heute ist? Ich gebe zu, ich bin da natürlich sehr belastet und habe auch in der Formulierung der Frage eigentlich schon die Grenzen der Höflichkeit überschritten. Wir lassen es so noch zu, lieber Knut. Gerade so. Herr Friedrichs. Also, es waren zwei Punkte. Es waren die Gutachter. Ja. Also zu meiner Zeit als in der Landesregierung, sprich Staatssekretär, ich kann mich nicht an ein einziges Gutachten erinnern. Kann ja sein, dass es gab. Nein, die Abteilungsleiter trugen ihre politischen Vorstellungen, sei es im Weinbau, sei es in der Umwelt. Über das Umwelt habe ich es erst, es gab vorher keins, also mein Ministerium hatte dann den Namen Umwelt, wir hatten einen Abteilungsleiter. Das war dann auch nicht immer einfach mit den landwirtschaftlichen, aber wir haben das hingekriegt. Das war wirklich kein wirkliches Problem. Ja. Was sich dramatisch verändert hat, nach meiner Meinung, sowohl zwischen meiner Zeit in der Landesregierung und später in der Bundesregierung, sind die Medien. Ich hatte in Bonn das erste und das zweite deutsche Fernsehen. Wenn ich beim ZDF auftrat, wusste ich, dass ich bei ARD nicht reinkam. So war das halt einfach. Ja. Aber die Verhältnisse waren klar. Die ganzen sogenannten sozialen Medien, über die ja heute in unvorstellbarem Ausmaß Politik gemacht wird, haben nicht existiert. Und nach meiner Meinung war auch das Verhältnis zwischen den Journalisten in Bonn
und der Situation in Berlin deutlich anders. Die Distanz war in Bonn größer, auch die Sucht nach besonders auflagenstarken Überlegungen spielte nicht die Rolle. In Berlin ist die Presse praktisch direkt gegenüber vom Bundestag angesiedelt. Ja, wenn wir in Bonn abends noch mal einen trinken wollten, gingen wir in die parlamentarische Gesellschaft. Da waren nur Abgeordnete oder von denen persönlich Eingeladene. In der einen Ecke saß die CDU, in der anderen Ecke die SPD, in der dritten die FDP. Und wenn sie alle ein bisschen was getrunken hatten, gingen wir mal dahin. So, das immer spöttisch beschriebene spießbürgerliche Bonn war nach meiner Meinung für unser Land in der Nachkriegszeit eine glückliche Fügung. Dieses Berlin mit der Schickeria und all diesen Dingen, die damit verbunden sind, haben sich nach meiner Meinung nicht unbedingt positiv auf die politischen Entscheidungen ausgewirkt. Vielleicht findet man die Zeit, in der man aktiv war, immer die schönere. Im Rückblick ist grundsätzlich ja vieles schöner als in dem unmittelbaren Zeitgeschehen. Das unmittelbare Zeitgeschehen. Es ist 8:15, wir halten uns streng an das zeitliche Korsett. Das ist auch typisch für die Montagsgesellschaft. Wir ziehen die Gespräche, auch wenn sie noch so interessant und anregend und inspirierend sind, nicht in die Länge von über 1,5 Stunden. Die haben wir erreicht, die 1,5 Stunden. Ich habe eine Abschlussfrage. Und zwar, das ist schon angeklungen, Sie haben vorhin gesagt, Ihr Nachfolger. Die Frage ist, das habe ich jetzt nicht rausgearbeitet oder vorbereitet, wie viele Nachs es sind. Aber wenn Herr Habeck Sie heute Abend noch anruft auf dem Nachhauseweg oder morgen Vormittag und Sie um den wichtigsten Rat bittet, weil er gerade vor großen Herausforderungen steht, welcher wäre es? Was würden Sie Ihrem Nachfolger Herrn Habeck heute empfehlen für sein politisches Handeln als Bundeswirtschaftsminister? Ja, ich fände das, für mich wäre das Allerwichtigste, zu versuchen, ihm beizubringen, dass man in unserer Wirtschaftsordnung, wie ich sie geschätzt habe und noch schätze, nämlich der Marktwirtschaft, sich zurückhalten sollte mit allen staatlichen unmittelbaren administrativen Eingriffen und die Wirtschaft über den Wettbewerb zu führen hat. Ich habe das erwähnt bei dem CO2. Wenn wir nur auf diese Weise arbeiten würden, wird die Wirtschaft die Wege finden, die am günstigsten zum Ziel führen. Ich bringe Ihnen ein Beispiel aus meiner Zeit als Wirtschaftsminister. Eines Tages kam der Vorstandsvorsitzende von Siemens, ja kein kleiner Laden bekanntlich, Herr Plättner, zu mir. Siemens war sowieso einer der größten Subventionsempfänger wegen Kernenergie. Ja. Und dann sagte er mir, Herr Friedrichs, versuchen Sie doch auch mal bei dem Forschungsministerium, dass die nicht dauernd sagen, das und das muss geforscht werden und dafür kriegt ihr so und so viel. Dann sagt er, bei mir war gerade ein Abteilungsleiter und wollte Forschungsmittel freigegeben haben vom Vorstandsvorsitzenden für die und die Geschichte. Da habe ich ihm gesagt, das ist kein Schwerpunkt unseres Konzerns. Da hat er gesagt, ja, aber wir kriegen 50% vom Bund. Ja. Er sagt, Herr Friedrichs, wie stehen Sie als Vorstandsvorsitzender da, wenn Sie dem sagen müssen, nein, ich bin trotzdem dagegen. Ja. Diese Methode der ständigen administrativen Eingriffe von außen schaden nach meiner Meinung unserer Wirtschaft fundamental. Die wissen selber. Insofern, um auf den Herrn Lindner zurückzukommen, dieses kleine Wachstumsgesetz, was man durchaus hätte sehr viel größer machen können, ja, wenn er dürfte,
zeigt, wie man es machen kann, nämlich Verlustrücktrage verändern, eine ganze Reihe von steuerlichen Dingen so zu führen, dass sie einfach dazu führen, dass anders gearbeitet wird. Aber nicht diese pausenlosen Eingriffe. Der damalige Forschungsminister Matthöfer zu meiner Zeit, den habe ich mal, ich gebe zu, war nicht sehr anständig von mir, im Kabinett gefragt, wie viel Subventionen er denn eigentlich an Siemens zahlen würde. Das war also mit Kernenergie, das war der höchste Betrag. Er nannte den Betrag dann auch. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine Frage noch, Herr Kollege. Ich habe gerade gelesen, die Dividende, die Siemens ausschüttet, ist ziemlich genauso hoch. Warum überweisen Sie das nicht gleich an die Aktionäre? Dann brauchen Sie doch den Umweg nicht. Ja. Würde sich ja anbieten. Ja. Also im Gegensatz zu Ihnen hat er nicht geklatscht. Wir klatschen. Wir haben geklatscht und wir klatschen und sagen Dankeschön, lieber Herr Friedrichs. Es war ein beeindruckendes Gespräch mit Ihnen. Es war ein beeindruckender Dialog, den wir miteinander hatten. Und ich bin davon überzeugt, dass es für Sie alle, für uns alle hier in dieser Runde und ich hoffe auch für Sie, Herr Friedrichs, ein bereichernder Abend war. Denn das ist das Motto und das Ziel der Montagsgesellschaft. Nämlich, dass wir in den Dialog miteinander eintreten und abends reicher nach Hause gehen, als wir waren, bevor wir hingekommen sind. Wir gehen heute Abend reicher nach Hause. Wir haben tolle Impulse von Ihnen bekommen in dem Gespräch, Austausch mit Ihnen und sagen vielen Dank, Herr Friedrichs, dass Sie unser Gast waren. Also wir hatten selten so einen langen Applaus, Herr Friedrich.